Hi, da bin ich mal wieder, euer Kuno. So, jetzt geht's mal wieder ein bisschen weiter hier. Auf der PlayStation. Mit Minecraft. So, mal gucken, wie es draußen aussieht. Können wir rausgehen? Ja, es wird, glaube ich, gerade dunkel. Packen wir uns, glaube ich, gerade erstmal noch ein bisschen hin. Da ist das Bett. So. Zack. Das ist das, immer noch der Fehler. Der Fehler hier mit dem Bett. Geht gar nicht. So. Was haben wir jetzt hier alles noch so Schönes drin in der Truhe? Fleisch können wir erstmal noch mal ein bisschen im Ofen hauen. Zack. Und zack. Gleich der nächste hinterher. So. Dann haben wir das brauchen wir nicht mitnehmen. Das brauchen wir auch nicht mitnehmen. Das auch nicht und das auch nicht. Wir wollten vielleicht mal ein bisschen in die Höhle gehen. Das Dickies noch machen. Wie war haben wir jetzt? Ja, gut. Das wird jetzt wohl reichen. Dann müssen wir noch ein paar Fackeln machen. Fackel. Hier hinten. Die haben wir nicht. Die können wir machen. So, 24 Stück. Wie sieht es hier aus? Ach. Muss ja auch erstmal. Ach du. Jetzt haben wir nicht mehr übergelassen für den Ofen. Mal sehen, ob das mit dem Holz auch geht. Jo, brennt. So, dann haben wir, das brauchen wir noch für Viehkacke machen. Die können wir hier lassen, die können wir lassen. Hier, die auch können wir auch hier lassen. So. Da kommt noch im Ofen rein. Ja, schon wieder fertig. Zack. Dann haben wir hier 6 Stück und da 3. Auch schon wieder fertig, na, da geht ja flott. So. Pickhacken wollten wir machen. Und was brauchen wir noch? Eine Schippe haben wir bei. Eine Axt haben wir bei, das reicht auch aus. So, dann tun wir das hier nochmal tauschen. So. Und bauen uns nochmal ein paar Pickhacken. Stein, einmal Eisen. Und nochmal welche aus Stein. So. Blödsinn. Quatsch. So, dann packen wir die dahin. Das haben wir hier dann als Reserve noch. Ja, dann gehen wir vielleicht mal los und gucken mal, ob wir eine Höhle finden, wa? Mit ein paar gute Sachen drin. Na, Kuh. So. Kann dir nicht mehr passieren hier. Was macht denn mein Feld? Mein Minifeld. Das können wir schon mal ernten.
Zack. Ach, jetzt haben wir noch wieder was bei. Ob wir gleich hier lassen können, sonst haben wir gleich die volle Tasche wieder. So. Zack. Das darin, das darin. Das brauchen wir auch nicht mitnehmen. Okay. So, dann geht's los. Dann schauen wir mal nach einer Höhle, ob wir sowas finden. In der Nähe. Gehen wir erstmal hier an der Seite überall lang. Hoffentlich finden wir auch wieder zurück. Das ist ja auch noch wieder so eine Sache. Oh, hier haben wir schon was. Dann werde ich mal sagen, dass wir hier reingehen, wa? Da unten klippert es auch schon. Es klimpert da unten auch schon. Wir setzen mal noch die Fackel um. Die Fackel müssen dichter dran haben. So. Es wird tiefer. Und ein Dungeon-Geräusch haben wir auch schon. Da ist er doch auch schon. Zack. So. Schnell. Bisschen Licht machen hier. Und hier sind wir gekommen. Okay. Bisschen merken. Aber hier ist noch ein bisschen dunkel in der Ecke. Also wirklich, das mit dem Dunkeln, das war doch vorher nicht so. Dass es jetzt so dunkel ist. Da haben wir noch einen. Ey! Komm her! So. Schnell Licht machen. Hab jetzt auch auf normal gestellt. Nicht mehr auf leicht. Kohle. Mal sehen, was passiert hier, wenn ich das jetzt auf normal habe. Weil das waren ja meine ersten Gegner hier, die ich jetzt gerade mal gesehen habe. Nicht gegen das Mikro. So. Zack, und noch mehr Kohle. Muss mich noch mal ein bisschen umgucken hier. Nicht, dass wir überrascht werden. Zack, 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 zack. Noch mehr Kohle. Ja, ich sehe gerade, es wird ein bisschen dunkel. Aber für den kleinen Augenblick reicht es erstmal aus. So, schnell hoch hier. Zack. So, von hier sind wir gekommen. Ein bisschen breiter machen den Gang hier, dafür das sehen. Wo wollen wir jetzt lang gehen? Hier runter? Oder da, wo wir schon mal eine Fackel gesetzt haben vorhin? Da geht es noch wieder hoch. Hm. Fackel. Oh, Eisen. Aber ich gehe erstmal noch ein Stückchen. Gehen wir hier noch ein Stückchen. Da ist noch mehr Kohle. Oh, oh, oh. Hier höre ich irgendwie die Viecher. So. Oh, hier haben wir hier noch Kohle. Die werden wir dann uns erstmal alle holen hier. Zack. Ja. So. Hier haben wir Eisen. Schön mitnehmen alles. Weil hier gar nichts lassen hier. Ja. Online habe ich auch wieder geschalten. Also ihr könnt drauf kommen.
Kein Problem. Wie gesagt, wenn ich hier offen habe, online habe, könnt ihr ganz gerne raufkommen. Braucht gar nicht zu fragen. Einfach rauf und fertig. Zack, wie viel Kohle kommt denn hier noch? Muss mich erstmal schnell mal wieder ein bisschen umdrehen hier. Nicht, dass da was von vorne kommt. Oder von der Seite. Zack, 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 zack. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, aber ich brauche das Material. Gut, das wird aber laut hier. Ist hier irgendwo versteckt. Ganz laut höre ich die Zombies hier. Ist ja bald so, als ob hier irgendwo ein Spawner hinter ist irgendwie. Das fehlt mir ja noch. Ja, komm ich da noch ran? Ja. Immer alles mit wegkauen hier. Brauche ich. So. Oh. Jetzt fällt der Kies schon runter hier. Ja, ich hab die gehört. Dungeon-Geräusch hier. Höhlen. Höhlengeräusch. Frag mich bloß, woher das kommt hier mit den Viecher. Irgendwo versteckt hier. Haufen Kohle, das ist gut. Wo wir noch keine Kohle haben. Ich hab alles da im... Wo ist der? Noch mehr Kohle. Das ist ja gut, ja. Das ist ja eine Kohleader. Hey, eine Fresse. Viel Kohle. Oh. So viel Kohle an ein Stück habe ich auch noch nicht gehabt. Ja, das Wasser machen wir nachher gleich erstmal weg. Das ist erstmal noch zur Sicherheit hier. Kann da nämlich nicht kommen von da unten. Zack. Oh, da unten ist Eisen. Meine Güte, das hört sich aber an hier. Als ob das hier hinter wäre. Das ist noch mehr Eisen. So, da auch noch. Wo war der Eisenstückchen da unten? Noch mehr. Und noch mehr Eisen. Meine Güte, was haben wir denn hier für eine Höhle gekriegt? Ist ja super. So. Jetzt muss ich aber erstmal hier was unseren Weg reparieren hier wieder. Sonst kommen wir nämlich nicht raus hier. Wenn wir hier schnell flüchten müssen. So. Jetzt machen wir erstmal hier das Wasser weg. Zack. Haben wir das schon erstmal beseitigt. So, jetzt müssen wir aber vorsichtig gehen hier. Nicht, dass uns hier ein Monster entgegenkommt. Jetzt setzen wir erstmal schnell eine Fackel. Hier unten auch noch. Ach, guck an, hier ist Schluss. Ist hier hinter irgendwas versteckt? Nee,
Hier. Ist hier was versteckt hinter? Auch nicht. Hm. Aber die Kohle nehmen wir hier mit. Einmal schnell was essen. So. Zack, zack, zack. Seht ihr noch irgendwas? Habe ich irgendwas vergessen? Sieht nicht da aus, danach aus, ne? Da oben hängt noch Kohle. Noch mehr Kohle. Nicht, dass hier Kies jetzt hier von oben runterkommt. Denn dann habe ich hier richtig Sackstand hier noch. Das wollen wir ja nicht. Ist ja noch. Noch mehr Kohle. Oh. Jetzt muss man da oben schon hochfinken, eine Kohle. Zack. Aua! Ey! Kommt denn her? Mistvieh! So was! Hab ich mich ihm erschrocken, Leute. Und so ein blödes Mistvieh. Ist da noch einer drinne? Kommt der denn her? Ist ja ein Ding. Oh, schnell. Also hier ist es ganz laut. Hier, wo ich vorhin schon gebuddelt habe. Und hier noch. Magen dahinter? Nee, außer auch nichts. Vielleicht hier drüber. So. Das ist ja unheimlich. Nee. Also auch nichts. Hier wird es auch leiser. Hier hinter? Nee. Und hier ist der, wo ich da schon mal gebuddelt habe. So. Ja. Habt ihr ja gehört, Dungeon. Geräusch hier. So. Da ging es, glaube ich, nach draußen. Ja. Ich setze mal hier noch eine Fackel zur Markierung. So, mal schnell noch ein bisschen Licht machen hier. Noch. Da auch noch. Ach, hier geht es wohl schon wieder. Geht es hier noch tiefer? Ja. Geht es noch tiefer runter. So. Geht es denn hier noch hin? Da wäre ich beinahe runtergefallen. Lebensgefährlich hier. Ich habe hier so eine Mücke heute hier. Krabbelt mich hier. So. Aber wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Wir wissen, dass wir hier noch anständig viel Kohle haben. Die können wir uns beim nächsten Mal holen. Nimmt uns ja keiner weg hier. So, hoffentlich ist es auch hell draußen. Ja,
ist hell. Zack, zack. So, wir müssen hier wieder zurück. Jo. Schnell. Unsere Kohle und Eisen nach Hause bringen. So, wird das nur hell oder wird es dunkel? Mensch, die Mücke hier. Zack. Und hinein. So. Holz da raus. Kohle hinein. Wo haben wir das Erz? Da. Gut. Das brennt auch schon mal. Das ist hervorragend. Ein paar Knochen haben wir auch. Dann fahren wir nochmal einen Hund sichten. Da können wir mal ausprobieren, ob wir das hinkriegen mit drei Knochen für einen Hund. Jo. War schon wieder eine Kuh im Baum. Zack. So, was haben wir jetzt hier noch? Noch mal umpacken können. Da draus. Wir brauchen schon eine neue Kiste. Ach, erstmal umwandeln. So. Verkehrt. Zack. So, wo stellen wir die hin? Die stellen wir hier hin. Zack. So. Was machen wir denn hier alles rein? Baumaterial. Zack. Dann kann nämlich der Knochen hier drinnen bleiben. Haben wir noch irgendwas hier? Die Pfeile. Können wir da drinnen lassen. So, und hier kommt jetzt die Steine rein. Alles, was wir zum Bauen brauchen. Dann können wir nochmal wechseln hier. So. Zack, zack. Holz. Die Kohle lassen wir hier drinnen. Die Tür hinaus. Hier haben wir nochmal ein bisschen Kies. Knochen behalten wir im Inventar. Genau. Ja. Dann haben wir es erstmal. Wo stehe ich denn? Ich schwebe hier übers Bett. Zack. Jo, Leute. Dann war es das erstmal wieder für heute. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ganz gerne mal wieder ein Abo da lassen. Oder ein Däumchen nach oben. Würde mich darüber sehr freuen. Und ansonsten dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Kuno. Tschüss.